Ho, 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 ho. Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider und wir stehen hier vor der Tür des Schicksals. Und wahrscheinlich wird es der letzte Teil dieses Tomb Raider Let's Plays werden. Denn wir nähern uns bestätigt dem Ende. Schauen wir mal. Nein, bitte! Warum tun Sie das, Matthias? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichen Grund genommen? Hier gibt es keine Helden. Nur Überlebende. Die Miko ist sehr gefährlich, Matthias. Sie ist zornig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin? Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Okay, also zwei Dinge dazu. Zum einen, der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Zitat aus Wing Commander 4 und zum anderen, ich bleibe dabei, Sam sieht aus wie Yuna aus Final Fantasy 10. So, jetzt aber genug Bullshit gelabert. Jetzt wird's ernst, Kinders. Schluss mit lustig, Ende im Gelände. Jetzt kriegt Matthias auf sein großes Maul. Ui, das war aber ein sehr gewagter Sprung. Ich sehe nichts. Nehmen wir den. Okay, den nehmen wir anscheinend nicht. Oh, hoppala. Ich war doch schon quasi tot. Kann man nicht, okay. Gut zu wissen, muss man mir ja sagen. Also nochmal. Der geht da dran. Ich würde ja dahin springen. Das ist ja. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Um nochmal diesen... Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Um nochmal diesen Uncharted-Vergleich zu ziehen. Es ist so ein bisschen wie das Ende von Uncharted 3, finde ich.
Wow, hoppala. Oh, Lara. Lass mich nicht im Stich. Also kann ich da nicht dran springen, oder was? Ja, aber da auch nicht. Okay. Aber ich muss doch da dran springen können. Na. Na. Arschloch. Also nochmal, ich muss doch da dran springen können. Ich muss doch auf dieses Brett und da müsste ich eigentlich nochmal hochspringen können. Und da müsste ich mich da oben festhalten können. Genau so hatte ich es jetzt zweimal geplant. Danke. Hallo Himiko. Du machst ganz schön viel Stress hier, wenn ich das mal so sagen darf. Muss ich jetzt hier runter? Muss ich jetzt quasi auf Himiko drauf? Ich weiß nicht. Nein, nein, muss ich nicht. Okay. Muss ich nicht. Hätte ja sein können. Aber hier geht's doch nicht mehr rum, oder doch? Hier ist doch nichts heute. Ach, hier geht's hoch. Ach so. Okay. So, und ich habe trotzdem noch ein Lager. Obwohl es ja hieß, Schnellreise ist nicht mehr verfügbar. Aber ich habe auch nichts, was ich irgendwie hier vergeben könnte. Insofern geht es straight weiter. Mann, geht das ab. So, jetzt sind wir gleich hier oben. Ah, das sieht schon sehr nach dem Ende aus. Große Königin,
Durch alle Mühsal bringe ich euch das Gefäß. Strömt hinein und nehmt euch dieser menschlichen Hülle an. Strömt hinein und werdet wiedergeboren. Strömt hinein und erwachen! Okay. Viel Erfolg. Oh! Er lebt wieder. Nice, schön mit dem Pfeil. Erstmal den Pfeil ins Gesicht gesteckt, ordentlich. So muss das aussehen, Mann. Junge, Junge, Junge. Jetzt ist die Party am Start hier. Und wir sind mitten dabei. Ein Hoch auf mein Sturmgewehr. Seriously. Beste Waffe, Mann. Wo bist du denn? Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Da nicht hoch. Ah, Sonfo! Ah, oh, ja super. Tolle Aktion. Na komm. Nein, das gibt's doch nicht. Arschloch. Oh.
Oh Mann, warum machst du es denn nicht? Ich werde hier ein wenig zurückgedrängt. Oh Mann. Dass er die Kamera immer wegdreht von den Typen, das ist voll nervig. Komm schon. Mann, du nervst. Danke. Wo ist denn hin? Soll ich da drauf springen? Seriously? Kommen die ganz dicken Geschütze. Oh mein Gott. Hallo, Sauron. Okay. Das bringt mal absolut gar nichts. Okay, Rücken scheint sehr gut zu sein. Was denn? Ich war meilenweit weg von ihm. Na, nein. Jetzt kommen auch noch ein paar Ads dazu. Okay. Läuft. Nein, weg. Mein Gott, du fettes, dreckiges Mistvieh. Oh, ich war doch weg. Ich war doch auf der ganz anderen Seite. Jetzt dreh dich um, verdammt. Mann, ich hasse euch alle. Nein, hab ich auch keine Muni mehr. Oh, Mensch. Mann, ich krieg ihn einfach nicht von hinten.
Jetzt musst du nachladen, das gibt es doch nicht. Wie kann man so viel Pech haben? Na, no, du musst immer dann nachladen, wenn ich ihn mal von hinten habe. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Komm schon. Nein, nicht alles wieder von vorne. Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Oh, nice. Nein. Das kann ja noch Stunden dauern hier. Meine Fresse. Jetzt aber bitte. Reiß ihm den scheiß Kopf runter, Mann. Oh, huiuiui. Dankeschön. Mann, war das heftig. So, jetzt zu euch hier. Was? Was soll ich machen? Also, toller Hinweis, danke. Was denn? Was denn? Das gibt's doch nicht. Was ist denn daran jetzt bitte schiefgelaufen? Ach man. Dann machen wir halt einfach mal von vorne, ne? Geht doch. Oh, das sieht richtig Lara Croft-mäßig aus. Luna! Ah!
Oh, Sam. Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist da passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Sie geht nicht nach Hause. Aber wie soll sie ihren Butler in den Kühlschrank einsperren, wenn sie nicht nach Hause geht? Nun gut, wie dem auch sei, das war Tomb Raider 2013 in der Definitive Edition auf der PlayStation 4. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann ab dem 18. Oktober zu Rise of the Tomb Raider auf der PS4. Danke fürs Zuschauen, bis dahin, ciao.